Alabama hast du diesen typischen markanten Groove am Anfang. Dung dung da dung, du dung dung dak, dung dung dak, du dung dung dang. Vor allem diese schöne Hi-Hat-Öffnung am Ende. Die passt da super gut rein. Wenn du dich mit dem Thema Hi-Hat-Öffnen auseinandersetzen möchtest, empfehle ich dir hierzu meine Videos auf meinem Kanal. Guck einfach Hi-Hat-Öffnen, dann findest du das und dann zeige ich dir verschiedene Möglichkeiten, was du damit alles machen kannst und auf welchen Positionen du mit der Hi-Hat arbeiten kannst. Zum Chorus hin hast du immer dieses typische Fill-In. Es beginnt auch auf der Zählzeit 3. Und genauso wie bei Born in the USA hast du vor dem Schlag auf die Zählzeit 3 diesen Drag mit drin. Also dieses... Ja? Das heißt, diese 16. Figur beginnt mit einem Drag. Du landest auf die 4 und auf dem Top. Du spielst also auf der Zählzeit 3 16. 3 E und E. Und auch auf der Zählzeit 4 hast du noch 2 16. 4 E. Und auf der und landest du auf dem Tom. Also 3 E und E, 4 E und. 3 E und E, 4 E und. Bisschen die Schwierigkeit hierbei ist, dass du zuvor in der Strophe einen Cross-Stick spielst, also diese Geschichte. Und dann musst du für das Fill schnell die linke Hand in Position bringen, um den Drag und das Fill im Anschluss spielen zu können. Also du spielst... Und du spielst nach dem Fill nicht direkt die 1 an, sondern die Betonung ist auf die Zählzeit 2 nach hinten gezogen. Das heißt, du spielst auf die Zählzeit 1 2 Bassdrumschläge. 1 und dann auf dem Backbeat landest du mit dem Crashbecken. 1 und 2. Das heißt, der spielt auf die Zählzeit 2 dann die Textstelle Sweet Home Alabama an. Und das ist ganz cool gemacht hier in dem Stück. Also, das komplette Fill mit der Überleitung über die 1 geht folgendermaßen. Und dann im Chorus hast du auch den schönen Effekt, dass hier auch die Gitarrenphrasierung wieder mitgenommen wird, nämlich auf der Zählzeit 4, der zweite Backbeat, spielst du die Snare und danach die 16. spielst du mit dem Crash an. Das ist also diese Gitarrenstelle, da-dam, also. Ja, das kannst du auch erstmal für sich üben, einfach diese zwei Schläge. Achte darauf, dass das relativ relaxed kommt, also nicht zu dicht diese zwei 16 Schläge hintereinander legen, weil sonst klingt das einfach sehr hektisch, also nicht so. Ja, sondern schön relaxed. Das Ganze ausreizen. Proud Mary, so aufgebaut, dass der Groove am Anfang ein bisschen dieses Gitarrenintro mit begleitet, rhythmisch in der Bassdrum. Das heißt, du greifst die Phrasierung zwischen Bassdrum und Snare Drum auf. Und anschließend folgt der Groove, der die ganze Zeit im Vers und im Chorus durchläuft. Und hier hast du noch ein paar Besonderheiten mit drin, nämlich spezielle Ghost Notes, die auf die Zählzeit 2 E und D sitzen und manchmal auch noch auf der 3 E. Und das bringt so ein bisschen diesen typischen Soundcharakter aus dieser Zeit, wie man damals häufig Stücke begleitet hat. 1 und 2 und D3 und 4 und 1 und 2 und D3 E und 4 und... Und somit entsteht dieser typische Drumstil aus dieser Zeit damals. Ich spiel's dir nochmal vor. 1 und 2 und D3 und 4 und... 1 und 2 und D3 und 4 und. Oder 1 und 2 und D3 und 4 und. 1 und 2 und D3 und 4 und. Und diese zwei Varianten kannst du immer im Wechsel spielen, kannst ein bisschen damit improvisieren, wie du es aufbauen möchtest. Also das ist, glaube ich, ziemlich dir überlassen, wann du diese Ghost Notes setzt. Here Comes the Sun von den Beatles. Das Stück ist ziemlich cool arrangiert.
Und zwar hast du hier schon im Intro dieses Gitarrenriff, was dann in so einer polyrhythmischen Struktur endet. Das heißt, du hast hier Achtelnoten über zwei Takte und die Achtel sind aber in Dreiergruppen eingeteilt. Also geht das Ganze 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, da, bam. Und damit sind die zwei Takte voll. Oder als Achtelnoten gezählt, würdest du so zählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3, 4, ah. Wobei auf der 3, 4 ein kleines Fehl gespielt wird. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3, 4, 3. Danach folgt der Groove. Eigentlich typisch Backbeats 2 und 4 wie immer. In der Mitte hast du auf die Zählzeit 2 und 3 und eine Bassdrum liegen und das passt sich einfach super in den Song ein. Und zusammen klingt das Ganze dann so. Und jetzt zu dem Mittelteil. 7 Achteltakt, 6 Achteltakt, 5 Achteltakt und hinten dran noch ein Viervierteltakt. Damit hast du eine Taktfolge von 4 Takten, die sich aber alle unterscheiden voneinander. Und das Ganze beginnt so. In der ersten Runde hast du diese zwei Stops, die mit der Gitarre zusammengespielt wird. Dieses Dam-Dab. Das ist die Zählzeit 1 und 3. Also zählst du 1, 2, 3, 4. Und dann kommt dieser Gitarrenlauf, diese aufsteigende Tonfolge hinten auf die Zählzeit 5, 6 und 7. Da-da-dab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann kommt der nächste Takt. Das ist dann die 1 von dem 6-Achtel-Takt. Und der 6-Achtel-Takt ist eigentlich erstmal ganz simpel gespielt. Du hast auf die Zählzeit 1 Becken mit Bassdrum. Dann Zählzeit 2 und 3 auf der Hi-Hat. Dann kommt der Schwerpunkt in der Mitte. Da spielst du Backbeat, Snare-Drum mit der Hi-Hat zusammen. Also 4, 5, 6. Die 5, 6 sind zwei Hi-Hat-Schläge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und danach folgt der 5-Achtel-Takt. Und hier hast du auch auf die Zählzeit 1 wieder Hi-Hat mit Snare-Drum. Dann kommen zwei Hi-Hat-Schläge hinten dran, also von der Struktur genauso wie im Takt davor. Und dann fehlen dir noch zwei Zählzeiten hinten, nämlich die 4 und die 5. Und das sind einfach zwei Schläge. Das heißt, du spielst nochmal Snare mit Hi-Hat und noch eine Hi-Hat hinten dran. Und das ist auch gleichzeitig die Textstelle, wo sie Here It Comes singen. Also Here It sind diese zwei letzten Schläge in dem Takt. Here It und Comes ist die nächste 1 von dem Viervierteltakt. Also, du beginnst im 7-Achtel-Takt mit den zwei Abschlägen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, here it Dann wiederholt sich der ganze Aufbau mehrmals. Und hier spielt Ringo Starr am Anfang aber nicht mehr diese zwei Abschläge. Du hörst sie zwar noch, aber er baut dort einen Fill ein über den 7-Achtel-Takt. Und das Ganze machst du so. Ich spiele das Fill einmal kurz vor. Hier hast du am Anfang diese 16-Phrase. Da, 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 da. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn du jetzt aber die linke Hand weglässt, dann hast du es hier nur mit Achteln zu tun. Es ist ja auch ein 7-Achtel-Takt. Und 7 kannst du so aufteilen in 2, 2 und 3 Schläge. Und hier ergibt sich bei dem Fill, was ich gerade gespielt habe, mit der rechten Hand einfach folgender Ablauf: zwei Schläge auf der Snare, zwei Schläge auf dem Tom und drei Schläge auf dem Standtom. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt füllst du die linke Hand einfach nur noch ergänzend dazu. Und zwar Tom, Tom. Dann kommt noch eine Achtel mit rechts hinten dran auf dem Tom. Und dann folgen die drei Schläge auf dem Standtom. 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7. Also, zusammengefasst, das Ganze geht so. Du hast das 7-Achtel-Fill am Anfang. Dann kommt Sun, 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 here it comes. So, jetzt spiele ich das Ganze mal zusammengerafft vor. Das heißt, ich werde jetzt nicht den ganzen Song durchspielen, sondern einfach die einzelnen Parts mal hintereinander fügen und zeig dir mal, wie das Ganze klingt.
Honky Tonk Woman, Charlie Watts. Was soll man sagen? Es ist eben Charlie Watts. Er klingt, wie er klingt, und irgendwie ist es cool. So, das Stück beginnt. Charlie Watts spielt einfach nur zwei Schläge als Einleitung auf die Snare und auf dem Tom. Und dann beginnt sein Groove. Und zwar auf die Zählzeit 3 und 4 und. 1, 2, 3 und 4 und. Das war der Groove in der Strophe. Und dann im Chorus spielt er eigentlich die Bassdrum relativ beliebig. Das heißt, er füllt den Raum zwischen den Backbeats immer wieder mit Bassdrum-Schlägen auf. Ja, also hier kannst du im Prinzip ziemlich frei rangehen und improvisieren, wie du es empfindest musikalisch. Dann kommt als Überleitung zum Chorus hin folgender Groove. Also einfach im zweiten Takt auf die Zählzeit 3, Achtelnoten, Snare, Snare, Tom, Tom, Crash und schon bist du im Chorus drin. Das Ganze im Zusammenhang gespielt. 1, 2, 3, und hier. Und als letzten Song habe ich Hotel California von den Eagles gewählt. Ist auch kein typischer Rocksong, aber cooler Song und auch interessant gespielt. Der Song beginnt mit dem Gitarrenintro und Don Henley setzt dann einfach als Auftakt zwei Schläge auf dem Tom. Und dann beginnt der Groove mit der Hi-Hat-Begleitung. Und zwar spielt er immer auf die Zählzeit 1 und 3 eine 16. Hi-Hat. 1 und D, 2 und 3 und D, 4 und... Ja, und das läuft dann eigentlich die ganze Zeit so durch. Und dann als Auftakt zum Chorus spielt er dann einfach seine Fills rein. Also im letzten Takt vom Chorus spielt er folgendes. Die erste Hälfte ist noch der Groove. Also 1 und die 2 und 3. Bis dahin bleibt der Groove, wie er war. Und auf die 3 und spielt er dann eine Snare. Und auf der 4 hat er 4 Sechzehntel verteilt. Snare, Snare, Tom, Tom. Also 3 und... Jetzt folgt der Chorus und da hörst du teilweise irgendwelche Tom-Schläge noch mit drin und Stellen, wo er die Hi-Hat öffnet. Wenn du diese ganzen Aktionen aber mit den Toms und der Hi-Hat und so weiter am Ende nicht aussparen möchtest, dann zeige ich dir einfach mal hier ein, zwei Ideen, wie ich das vielleicht umsetzen würde. Also die erste Version wäre, du spielst bei dem zweiten Backbeat auf die Zählzeit 4 einfach die rechte Hand auf dem Stand-Tom. Auf der 4 und bleibst du mit der rechten Hand auf dem Stand-Tom, gehst mit der linken Hand gleichzeitig auf die Hi-Hat und öffnest die Hi-Hat. Also auf die 4. 4 und dann wieder auf die 1. Variante 2 wäre, du spielst den Backbeat mit einer offenen Hi-Hat und dann noch das Stand-Tom zusammen mit der offenen Hi-Hat auf die Zählzeit 4 und 4 und. Also. Und dann gibt es noch dieses wunderschöne Fill am Ende des Chorus, was natürlich irgendwie auch noch mit jetzt drin sein muss. Und da hast du aber eine kleine Besonderheit mit drin. Ich glaube, er hat noch irgendwie Timbales dabei stehen an seinem Drumset und spielt dann einfach die letzten zwei Schläge, glaube ich, auf der Timbales. Habe ich jetzt hier nicht. Ich setze es einfach auf eine Tom. Also vom Sound her mit den Timbales wird es ungefähr so klingen. Ich mache jetzt mal den Teppich am Ende weg, damit es so ähnlich klingt wie eine Timbales.
Idee hast oder einen Wunsch, eine Frage, dann schreib das in die Kommentare und ich überlege mir, ob ich das aufgreife und dann einfach ein Video draus mache. Und wie immer, vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren. Hier unter dem Video findest du einen Link, da kannst du dich anmelden für den Newsletter und erhältst auch Zugang zu den Noten-PDF für dieses Video, für die ganzen Grooves. Also wenn du damit arbeiten willst, hol dir das Noten-PDF, dann kannst du wirklich auch mit den Noten üben. Ansonsten blende ich hier gleich noch ein Video ein, was ich dir empfehle, als nächstes noch anzuschauen. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und Ausprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.